Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Es ist bereits Ende August, meine Kartoffelhochbeete sind bereits abgeerntet, dazu gibt es ein Video. Somit habe ich wieder Platz für Neues geschaffen, um etwas zu setzen. Denn so circa bis Mitte September ist noch eine gute Zeit, um etwas zu pflanzen und anzusehen. Vor ein paar Tagen habe ich schon bereits etwas gepflanzt und das möchte ich euch jetzt zeigen. In diesen Hochbeeten waren die Kartoffeln drinnen, die ich ja mit der Heumethode gepflanzt habe, dazu gibt es ein Video. Und das unverrottete Heu habe ich wiederum als Mulch verwendet. Gepflanzt habe ich Kohlrabi, sogar Petersilie kann man noch pflanzen. Unten ist eine Reihe vom Endivien-Salat. Hier ist auch wiederum der Endivien-Salat. Außen habe ich eine Brokkoli-Pflanze, hier auch. Das Beet ist zur Gänze mit Brokkoli bepflanzt. Hier habe ich den Grazer Krauthäuptl, das ist ein sehr schmackhafter Salat. Und hier habe ich den roten Chinakohl gepflanzt. Der schmeckt mir wesentlich besser wie der grüne, er ist viel milder im Geschmack. Ansehen kann man jetzt noch Radieschen, Feldsalat, die ganzen Asiasalate und natürlich auch Spinat. Dieses leere Beet mulche ich jetzt mit der Biofaser und dann sehe ich Radieschen an und die Asiasalate. Und zwei Reihen lasse ich frei für den Rapunzelsalat. Denn wenn man den Rapunzel aussät und danach pikiert, da gibt es auch ein Video, dann wird der Salat richtig groß. Ich mulche jetzt das Beet mit der Biofaser. Dann schiebe ich die Biofaser ein bisschen zur Seite und mache Rillen, denn da kommen dann die Samen hinein. Ich gebe die Samen in meine Hand, denn dann kann ich viel besser dosieren. Und danach wird dann die Erde wieder ein bisschen zugedeckt und natürlich gegossen. Und die zwei Reihen, die lasse ich frei für den Feldsalat. Leider habe ich die Pflanzen noch nicht. In diesem letzten Beet sind noch die blauen Kartoffeln drinnen, und zwar die blaue Anneliese. Sie wurde wesentlich später gepflanzt wie die übrigen Kartoffeln. Deswegen braucht sie noch etwas Zeit, um auszureifen, damit die Schale fester wird. Denn das ist wichtig für die Lagerung, dann hält sie besser. Wir werfen jetzt einen Blick ins Beet hinein, schieben das Heu zur Seite. Hier kann man noch das Kartoffelkraut sehen, also die Reste davon, die Stängel und die blauen Kartoffeln. So, das war's auch schon. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Bis bald!